wie gesagt, ich würde vielleicht sogar die ein oder andere Kugel dafür verwenden, ob man nicht vielleicht sogar doch wieder zu einem anderen Ort hinreisen könnte. Das ist aber nicht daheim. Oder? Oder hat er wo? Hat er sich bewegt beim Schlafen oder wie jetzt? Achso, okay, das ist eh schon das Bett, das hat er für mich ausgeschaut, wie wäre das irgendwo am Boden oder so. Wie bei irgendeinem Lagerfeuer. Aber wir sind eh woanders. Ah, denke mal, das ist nicht Eton. Ich hab's mir schon gedacht. Das sind so einige. Die warten nur drauf. Schutzbahn ist hinig, oder was? Mal wieder. Ich glaube, wir werden da jetzt gleich mal kämpfen müssen. Anderes daheim. Anderes daheim. Anderes daheim. Ich glaube, das bringt sie nichts. Yes! Okay, ich hab gehofft, so ein kleines Geheimversteck oder irgendwas. Wäre so geil gewesen. Ja, komm schon, ich weiß, du kannst dich wehren. Let's go, Digi! Ich weiß, was du drauf hast. Zwar Stufe 3 Haberer ist schon ein bisschen mächtig, aber wird schon gehen, Digi. Okay, jetzt sollte ich mich langsam ein bisschen zusammenreißen beim Kämpfen. Wird schon langsam ein bisschen peinlich. Ich bin mich schon 3-4 Mal attackieren können. Passt, passt, passt. Hab ich am, hab ich am, hab ich am. Das war aber nicht so ausgemacht. Schild oder was? Na. Okay, Schild gegen Schild. Oh mein Gott, geil. Ja, machen wir einfach mal Schild gegen Schild. Das war sehr gut. Das war richtig gut. Gehört schon mir. Hab mich gut gespielt gehabt. Aber kämpferisch, das hätte definitiv viel, viel besser laufen können. Und ich muss irgendwie den Eisenwald und Angreboda geheim halten. Worauf habe ich mich eingelassen? Das hätte definitiv viel, viel besser laufen können. Viel, viel besser. Das wird jetzt hier ein bisschen Schmutz, der Kampf. Was hast du dir gedacht? Ich lüg mich nicht wieder an. Warum kamst du her? Alleine? Suchst du den Tod? Nicht mehr als du. Dann sag! Sag! Was ist es, das du verheimlichst? So geil. Ich versuch diesen Pfad mit dir zu gehen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Atreus, du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Was weißt du? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich vertraue dir auch trotz allem. Das ist nicht dasselbe. Warum? Irgendwie schon. Schwiegen. So wie Mutter. Ihr hattet gute Gründe und ich auch. Warum kannst du nicht? Oh, endlich mal wieder mit Karate. Dann nicht schon wieder die Klinge besteppert. Er dürfte die Klinge ausnutzen. Na wann? Hey, nicht deppert, sein Geschissener. Er pumpt damit die Geschosse daher. Der wollte auch ein bisschen. Er wollte auch ein bisschen kassieren. Gut zu wissen. Ja, meine Streichler, weißt du was? Er kann ihn nicht. Oh ja, kann ich so. Atreus? War definitiv nicht schlecht. Er kommt noch ein bisschen mehr auf uns zu. Warte, machen wir gleich nochmal. Machen! Okay. Bin ich aber gespannt. Ja, na, wollte er nicht. Er wollte nicht. Der Hundling. Geht doch. Geht definitiv. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, gut aufgeschlitzt. Jetzt weiß ich wenigstens gleich, wie es mit dir ausschaut hier. Scheiß Schuh, Alter. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Passt sehr gut. Alter, wer bist du jetzt? Nee, Tante, bist du jetzt? Aber wie nett.
Hallöchen! Ein Kühe Bitch oder was? Alter! Na, warte noch. Wir wollen dich nicht bekämpfen! Aha. Atreus, wie wirst. Schieß du einmal. Schieß du einmal. Aha. Gerade gegen die Bitch. Das ist mal definitiv nicht schlecht. Ah, die schießt relativ schnell. Ah, die schießt relativ schnell. Die steppert. Wir haben deine Schwester befreit. Naja, mit befreien. Ja, da hat er schon irgendwie recht. Da hat er schon irgendwie recht. Wie schaut's aus mit Eis? Ja, es ist auch sehr, sehr gut. Es ist auch sehr, sehr gut. Passt. Passt sehr gut. Aha. Komm jetzt hier. Ja, genau. Das ist jetzt geil. Das ist jetzt geil mit diesem mit dem Schnee und das Ganze. Aber jetzt. Fuck. Dann machen wir mal den Rage Mode hier. Warte kurz, Rage Mode ist schon wieder vorbei. Konzentrier dich auf den Feind. Nicht auf mich. Rage Mode ist schon wieder vorbei, oder? Ich glaube, ich bin deppert. Mhm. Mhm. Ah, shit. Hätte man nicht gedacht gehabt, dass sie mich erwischt. Ich hab ein bisschen was für den Rage-Mode gebrauchen. Oder wir machen jetzt einfach mal den Rage-Mode. Ich kann ein bisschen Heilung gebrauchen hier. GG. Aber geil, dass ich so zusätzliche Heilung dafür kriege. Finde ich geil. Immer dieses Gift. Arsch. Warum blockst du nicht? Danke schön für den Hinweis. Warum sagst du denn? Ich merk's eh. Ich merk's eh, dass ich blocken muss. Ich merk's eh, Bulle. Ich merk's eh. Immer dieses Gift. Oh, Gott sei Dank. Fick dich, du Scheißschlampe! Alter, das hätte ich jetzt sowas von gebrauchen können. Oh fuck. Ich hoffe, der Haverer verliert jetzt nicht zu viel Leben. Ah, ich sehe schon Finisher. Warte kurz, was? Jede Todesqual. Jede nur vorstellbare Verletzung. Atreus! Das willst du nicht! Beruhige dich! Kontrollier's! Na, den Wolf hat er schon mal relativ gut im Griff. Wir waren Verbündete. Sag gerade eher von früher! Komm schon, noch eine Runde. Vielleicht. Vorerst zumindest. Bist du mehr wert für mich? Lebendig. Okay, jetzt bin ich noch mal gespannt. Boah, das Schwert ist aber sexy. Das Schwert ist aber richtig sexy. Wenn ich zurückkehre, sagst du die Wahrheit. Jetzt muss ich ein paar Dinge klären. Wir nehmen ihn. Oh, Majestät. Schön, dass wir uns wiedersehen. Breut never.
Na, da bin ich jetzt aber gespannt, was da rauskommt. Lass ihn nicht aus den Augen. Du hast gehört, Sonnenschein. Komm schon, beweg dich mal. Boah, die schaut so gut aus, Alter. So viel durchgemacht und alles nur dran. Geil. Ich werde nicht länger an diese Welt gebunden bleiben. Wir reisen nach Vanaheim. Tja, sind wohl nur wir übrig. Ich hätte definitiv den Kampf mehr blocken sollen. Mut verwendet Rage zum Heilen statt zum Schaden zufügen. Ja, ist. Fühle ich. Benutze aber trotzdem gerne lieber den Rage-Mode. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und was ist das? Die Quelle der Magie, die mich an Midgard bindet. Wir werden sie finden und zerstören. Ich werde dir helfen. Aber es wird nicht ändern, was ich getan habe. Ich weiß. Deshalb töte ich dich vielleicht trotzdem. Na gut, dann helfen wir ihr und dann werden wir getötet von ihr. Alles klar. Das kommt ihr richtig gut rüber. Wir helfen ihr und dafür tötet sie uns. Alles klar. Sehr gut. Na gut, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wo würdet ihr Teufel denn bitte überhaupt ohne mich sein? Na, da freue ich mich schon wieder umso mehr. Wie schaut's denn tut mal wieder aus? Aber jetzt einmal mit ihr unterwegs zu sein, boah, da könnte man auch eine geile Kombi draus machen. Sie mit die Schwerter. Die anderen Flüche wurden durch Fimbulwinter schwach. Aber auch richtig geil von der Kostüm und alles drum und dran. Der Versuch, ihn zu töten. Pipifan, richtig gut. Ich erinnere mich nicht, dich hier gebeten zu haben. Weil du es nicht getan hast. Ich habe eine alte Saufkumpane, die ich aufsuchen wollte, sobald dieser Laden wieder auf der Karte ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich euch helfe, lande ich da, wo ich hin will. Und wie kommst du darauf? Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie sich mit deinem stumpfsinnigen Bruder umtreibt. Freya ist nicht Teil dieser Sache. Tja, mein Gefühl sagt da was anderes. Meine Eier auch. Was hat er jetzt gesagt? Hat meine Eier auch? Hat er jetzt wirklich gesagt? Hat meine Eier auch? Was ist wie jetzt? Ich spüre die Kraft des bindenden Fluchs. Die Quelle ist weiter drin. Folgt mir. Alles klar. Boah, geiler Dschungel, aber. Bist du narrisch? Richtig sexy. Es ist ein Bündnis auf Zeit, Mimir. Alles andere würde Vertrauen erfordern. Ja, bitte. Du weißt ganz genau, dass Kratos nicht der Grund deines Leidens ist. Ihr beide seid genauso Teil meines Leidens wie jeder andere. Na, da hätten wir wenigstens schon mal einen Rabe. Nur schaut dir das an. Hey, wie wär's mit einem Rätsel zur Aufheiterung? Hey, hier muss man ja mal da durchschauen. Oh, na cool. Eine Nase. Coole. Da muss schon mehr kommen, Brock. So, ich weiß ganz genau, du wüsst es ja auch. Ah, und... Also für beim zweiten Mal. Aber dennoch, du und. Er muss ein bisschen schanke. Wichtig oder richtig? Ja, die geht links, ich geh gleich mal rechts. Für die nächste Kiste. Frier, du könntest nicht so viel die Dinge da. Vielleicht. Ah, schade. Ich habe gerade gedacht, kommt ja, vorher wäre vielleicht gar nicht mehr so uns wieder. Ich bin umso mehr gespannt, was wir da wieder für Viecher auf uns warten. Bin schon wieder gespannt, freue mich schon wieder drauf. Aber noch geiler, freue mich schon auf die Kombis. Wenn wir wirklich mal angegriffen werden auf die ein oder andere Kombo, freue ich mich jetzt schon mal definitiv. Achso, okay, das ist eine nette Runde. Wir werden dann definitiv einmal ein, zwei Mal noch vorbeikommen müssen anscheinend. Allein schon nur wegen der Ankisten. Mein Zauber. Er entgleitet mir. Tja, das ist eben Fimbulwinter. Du verstehst nicht. Ich werde aus der Welt gerissen. Was kann man tun? Etwas, das ich vermeiden wollte. Ich habe wohl keine Wahl.
Ah, das schaut so designstechnisch so geil aus. So dermaßen geil. Na dann los. Du könntest die ganze Zeit über Odins Fluch umgehen. Nein, ich entdeckte es, als ihr das Weltenreisen ermöglicht hattet. Und es löst nur sehr wenig. Diese Gestalt ist äußerst einschränkend. Das ist eben Fimbulwinter. Das ist... Immer mit so einem depperten Winter. Kannst du nicht einmal Frühling sein? So wie jetzt. Pass auf, wo du hintrittst. Die Pflanzen sind bei dieser Feuchtigkeit sehr aggressiv. Ich merk's grad. Plötzlich. Ich hab die. Ah, Hundsreichweite. Ich hab die ganz genau gesehen. Komm, ganz genau. Ich kenne diese Markt. Die Dörfer handelten und tauschten hier. Warum wurde er nie wieder aufgebaut? Aber das wird der Wald. Oh, wenn ich viel lieber komm, als wie jetzt das. Das hätte ich viel, viel lieber gehabt, als wie das jetzt. Scheiße. Sag mal, glaubst du wirklich, sie lässt uns vom Haken, wenn du ihr hilfst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde helfen. Mann. Danach sehen wir weiter. Ganz ja mal wohl hoffen. Leichter Runenangriff mal wieder. Was haben wir denn da schönes? Eisstrahl. Ja, nehme ich gerne mal den Eisstrahl. Definitiv. Also war nicht schlecht. Na, nehme ich mal den Eisstrahl. Finde ich gut. Finde ich gut. Taugt mir. Würde ich gerne mal sehen. Da können wir jetzt entscheiden, entweder Mut oder Zorn. Aber ich würde ich auch belassen bei Mut. Ja, kann man definitiv so lassen. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt brauche die ein oder andere Heilung. Weil dann ist vielleicht der ein oder andere Kampf vielleicht ein bisschen dezent einfach. Weil wir können auch im Rage-Modus auch sich die ein oder andere Heilung noch dazu gönnen. Aber ich verstehe es. Ich fühl's aber auch irgendwie nicht. Kommt natürlich darauf an, wie heftig der ein oder andere Gegner da am Start ist. Oh, das habe ich jetzt mal überhaupt nicht gesehen. Ah, eh schon. Ja, komm hier, Bulli. Aha, oh, der will ein bisschen knabbern an dir. Die geh weg. Aha. Hat's mal schön zerfetzt. Den hat's jetzt einmal sehr schön zerfetzt. Bist du deppert? Hab ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Na, kommt so einiges daher. Kannst du einmal rechtzeitig ausweichen? Bist du deppert? Für die depperten Dinger da. Kurz wissen. Okay, ja, Heilung. Das passt dann eigentlich dann doch irgendwie relativ gut. Dann doch leider. Ich frage mich, wo alle nur geblieben sind. Sie haben sich wohl zurückgezogen, sich in der Wildnis versteckt und ihre Spuren mit Magie verborgen. Wer weiß, wie viele es noch sind und wie man sie erreicht. Hier haben die Asen ganz schön auf den Putz gehauen, was? Du kannst dich bei Mimir bedanken. Ein Krieg mit den Warnen war nie meine Idee. Meine Idee war es, die Ehe zu vermitteln, um ihn zu beenden. Und wie erfolgreich das war. Der Friede war wohl genauso katastrophal wie die Ehe. Hat er erneut angegriffen, sobald ich verbannt war? Nur Falle über Falle, oder? Muss er aufpassen bei jedem Schritt. Na gut. Was für eine Schande. Ja, da kann ich leider nicht. Ich wette, hier wäre der perfekte Ort für einen Laden. Zwerge in Warnerheim? Ach, da würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Wie ich glaube, wir hätten zwar nicht wirklich was Großartiges, aber ja, wäre sicher ganz schön. Nett. Wir hätten nicht mal irgendwas zum Aufwerten eigentlich im Prinzip. Nix gescheit. Na, eigentlich nicht. Na, wir waren eigentlich die ganze Zeit mit der Atreus unterwegs. Und da könnte man halt quasi geldtechnisch. Ja, geldtechnisch hätten wir definitiv so einiges. Ah, den Scheißdreck habe ich schon wieder nicht gesehen. Das hätte nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein. Aufpassen, Haverer. Das Geschissene ist, wenn es dann unten oder bei, also seitlich oder oben ist. Da achtet man eher wenig. Oh, bist du deppert? Haverer, sind wir in einem Horrorfilm oder was? Leck mir mal. Bist du deppert? Mhm. Es braucht viel zu lang beim Aufladen. Viel zu lang. Aber dass ihr auch noch zusätzlich angreift. Gut, aber finde ich gerade schade, dass nur.
er. Ich glaube, irgendwie schade, dass es nur er ist. Schade. Schade, schade, schade. Da haben wir gleich die nächsten Kandidaten. Ja. Oh, komm, das hätte ich so gern gehabt jetzt. Den Angriff. Schmoren. Aber wir haben ja noch einen Kandidaten. Ah, fick dich. Wollte es unbedingt ausnutzen. Da haben wir jetzt was Gescheites und dann das. Hinter dir. Passt. Haben wir das wenigstens. Wieder hier zu sein, lässt mich an deine Hochzeit zurückdenken. Feine Leute und gutes Fleisch. Red du jetzt von Kratos? Kratos seine Hochzeit? Ich glaub, der redet gerade von seiner Hochzeit. Ja, machen wir mal das. Hätte ich gesagt, bevor wir da jetzt irgendwas anderes da probieren. Okay, schießen. Okay, das war nicht schlecht. Mein Bruder, ja, gut. Ich überhaupt nichts an. Hast du das verstanden? Nochmal? Warte, nochmal. Da kommt es automatisch wieder zurück. Boah, das ist aber eine sehr, sehr gute Attacke. Eigentlich eine sehr, sehr gute Attacke. Die müsste man sich eigentlich relativ gut merken. Die ist sehr, sehr praktisch, wenn es dir. Wenn es den wirfst, den Haverer. Je weiter wir gehen, desto gefährlicher wird es, die Pflanzen. Pass auf. Ja, die Pflanzen geben mir jetzt schon ordentlich am Zeiger. Sindri und ich waren so lange zerstritten, dass sie sich anfühlte, als hätte ich gar keine Pflanzen. Nein, Spooky, mit den Baten, Pflanzen. Du schießt jetzt mal für die nächste Zeit einmal gut nix. Kommt dir das schon irgendwie vertraut vor? Und was willst du damit sagen? Was ich sagen will, am Ende hat er das alles gemacht. Ja, genau. Würde aber dennoch halt noch sagen, so chill mal ganz kurz, bevor wir da ein bisschen herumtun. Wieder seine riesige Nervensäge wie zuvor. So sind Geschwister. Sie sind einem so nah, dass sie einen in den Wahnsinn treiben. Und warum glaubst du mir, das alles jetzt erzählen zu müssen? Ich will gerade meine Freiheit zurückgewinnen und ich lasse mich bestimmt nicht ablenken. Hör zu, was ich damit sagen will ist, dass, wenn du doch mal mit deinem Bruder sprichst, die schlimmsten Worte, die zwischen euch gefallen sein mögen, doch nicht unbedingt auch die letzten gewesen sein müssen. Es reicht. Wenn der Tag kommt, Freya wieder entgegenzutreten, wird das auf meinen eigenen Füßen und in Freiheit passieren, klar? Und nicht, während ich in dieser absurden Situation bin. Ah, da spricht der Stolz, das verstehe ich. Ich hoffe, du besinnst dich schneller, als ich es tat. Das war wirklich berührend. Leck dich. Okay, jetzt folgen wir halt nur. Na Wort. Na nix. Na gar nix. Na nicht einmal, dass das mal ansatzweise in die Nähe kommen könnte. Wenn wir vielleicht sogar irgendeine Fähigkeit hätten. Schön für die Fähigkeit da. Zeig mal her, was haben wir denn da so? Na. Obwohl die mal definitiv ein bisschen besser ist. Also muss ich Ablenkzeit lassen. Ah, okay, da fehlt vielleicht so eine spezielle Fähigkeit. Gerade dafür. Dass man vielleicht die Reichweite der. Der Klinge da vielleicht ein bisschen erweitern könnte. Schade. Weil ich komme ja nirgends Warfe. Ich kann ja nicht einmal Warfe klettern. Ja, dann muss halt die Kisten erwarten. Schade. Hätte ich gern gehabt. Außer man kann wirklich vielleicht die Reichweite ändern. Aber ich glaube, es liegt eher an der ein oder anderen Fähigkeit. Oder es kommt vielleicht noch, was ich mir zwar eher weniger glaube. Dass wir jetzt dann, wenn wir nur ein Sticker weitermachen, dass wir dann plötzlich irgendwas davon haben. Aber glaube ich eher weniger. Ja, dafür habe ich eine andere Kiste. Na schau. So, wahrscheinlich nicht wirklich allzu was Besonderes drinnen, aber hey, neue Kiste! Yay! Cool, nice! Hat er sich von den Zwergen bauen lassen? Wie viel war nur Mjölnir? Ja. Kann ein Mann so viel Schaden anrichten? Hängt von der Waffe ab und vom Kämpfer.
Oh ja. Was ist das? Jetzt nicht. Wir haben Besuch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sie auch irgendeinen angeschissen. Na, Hallöchen, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, sie hat immer überhaupt nicht gejuckt. Fick ihn, Alter. Fick ihn. Na, warte noch. Will ich den nicht machen? Ah, shit, ja, ich wollte einfach die Fähigkeit ausprobieren. Geil. Geil. Hey, schon. Super. Aha, passt mir nicht schon wieder ausweichen. Fix nicht. Oh, shit, Digi. Oh, shit. Der bringt dich gleich um an, Alter. Stepper bist. Alter, jetzt wollte ich schon wieder ein Schild aktivieren und der fickt mich schon wieder. Wow, schön. Er war gut. Er war richtig gut. Da wisst die ein oder andere Fähigkeit ausnutzen, das geht einfach nicht. Na gut, nutzen wir diesmal was anderes gegen ihn. Allein schon Reichweite technisch. Weicht einfach nur alles aus, der Hundling. So ein scheiß Pisser. Alter, schon wieder? Das gibt's ja nicht. Nicht einmal eine Chance gehabt zum Ausweichen. Nicht einmal eine Chance.